Papas Handy klingelt. Wo ist er? Ach, der ruft später bestimmt wieder an. Wer ruft am Freitag um 20 Uhr an? Was soll das? Ich will Fernseher schauen. Hallo, hier ist Alfred. Wo ist Martin? Papa und Mama sind im Restaurant. Was ist denn so wichtig? Die Informationen sind vertraulich. Darüber muss ich direkt mit deinem Vater sprechen. Du kannst es mir auch sagen. Papa erzählt mir sowieso alles. Sag deinem Vater bitte, er soll mich anrufen. Es ist wirklich wichtig. Das hat der Letzte auch gesagt. Und er wollte uns einen Teppich verkaufen. Ich will keinen Teppich verkaufen. Okay, bis später, Alfred. Möchten Sie noch eine Beilage, Herr Peters? Nein, danke. Das Essen hier ist wirklich köstlich. Für unseren Hochzeitstag gibt es nur das Beste. Wie war deine Woche, Schatz? Ach, weißt du, nichts Besonderes. Eine ganz normale Woche halt. Und bei dir? Ja, bei mir auch. Es gibt nicht viel zu erzählen. Das war dein Handy, oder? Ja. Willst du nicht rangehen? Nein, ich will unseren Abend nicht kaputt machen. Wahrscheinlich ist es nicht so wichtig. Du solltest rangehen, Marie. Vielleicht ist es doch wichtig. Ja, du hast recht. Ich bin gleich wieder da. Trink den Wein nicht ohne mich. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht gestört werden will. Entschuldige bitte, Marie, aber es ist dringend. Nein, nicht heute. Das ist mein Hochzeitstag. Wir haben ihn gefunden. Wen habt ihr gefunden? Den Russen. Seid ihr euch sicher? Wir suchen ihn schon seit Jahren. Ja, der Standort wurde gerade bestätigt. Wo genau ist er? In einem Hotel in New York. Wenn du ihn abfangen willst, musst du dich beeilen. Ich bin noch im Restaurant mit meinem Mann. Sobald wir zu Hause sind, lasse ich mir eine Ausrede einfallen. Dann nehme ich den Jet nach New York. Okay, wir bereiten das Flugzeug vor. Brauchst du etwas Besonderes oder nur die übliche Ausrüstung? Das Übliche bitte und ein Outfit als Tarnung. Wladimir darf mich nicht erkennen. Okay, ich kümmere mich darum. Bis später. Ist alles okay? Ja, alles gut. Entschuldige bitte, ich wollte das Handy zu Hause lassen. Das war Betsy. Und was wollte sie? Ich muss für ein paar Tage nach Japan. Es gibt ein Problem mit dem neuen Geschäftspartner. Kein Problem, ich passe auf die Kinder auf. Danke, du bist der beste Liebling. Ich bin gleich fertig, dann können wir los. Entschuldigung, ich wollte unseren Hochzeitstag nicht ruinieren. Das hast du nicht, mach dir keine Sorgen. Die Rechnung bitte. Wann musst du los? Es gibt einen Flug heute Abend, ich muss mich beeilen. Okay, soll ich dich zum Flughafen fahren? Danke, aber ich nehme ein Taxi. Ich gehe hoch und packe meine Sachen. Alles klar. Papa, komm mal her. Was ist los, Lisa? Alfred hat angerufen. Hat er gesagt, worum es geht? Nein, er meint nur, dass es dringend ist. Du sollst ihn zurückrufen. Dein Handy liegt auf dem Tisch. Danke, Lisa. Ich werde ihn anrufen. Ja, hallo. Alfred hier. Nicht an meinem Hochzeitstag, Alfred. Was es auch ist. Kann es nicht einen Tag warten? Wir haben ihn gefunden. Wen? Das Monster von Loch Ness? Nein, den Russen. Wir wissen, wo Wladimir ist. Oh mein Gott! Bist du dir wirklich sicher? Ja, wir sind uns zu 100% sicher. Wo genau ist er? Er hält sich in New York auf. Aber morgen Abend fliegt er zurück nach Moskau. Wir müssen jetzt zuschlagen. Mist! Meine Frau ist auch weg. Wer soll auf die Kinder aufpassen? Wir können jemanden schicken. Sie müssen in einer Stunde am Flughafen sein. Ansonsten ist es zu spät. Okay, ich werde es schaffen. Aufgepasst, Kinder. Ich muss für 2 Tage weg. Mama ist auch nicht da. Es wird jemand kommen und auf euch aufpassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ja, ich auch. Wir brauchen keinen Babysitter. Es ist nur zu eurer Sicherheit. Hier ist etwas Geld. Geht ins Kino oder kauft euch Pizza. Ich muss jetzt los. Ansonsten verpasse ich meinen Flug.
Diesmal kommst du mir nicht, Wladimir. Ich werde dich hinter Gitter bringen. Ich muss mich beeilen. Wladimir darf nicht mehr frei rumlaufen. Er ist viel zu gefährlich. Ich werde ihn stoppen. Hast du alles gefunden, Betsy? Ja, Marie, ich habe alles besorgt. Okay, und das Outfit? Es ist im Flieger. Er steht zum Abheben bereit. Okay, muss ich noch etwas wissen? Sobald du angekommen bist, besprechen wir den Plan. Schnappen wir uns, Wladimir. Wie sieht es aus, Alfred? Alles ist für dich vorbereitet, Martin. Hast du genug Waffen eingepackt? Ja, die doppelte Menge wie sonst. Sehr gut. Wir wissen nicht, wie gut er vorbereitet ist. Mit mir wird er nicht rechnen. Das glaube ich auch. Können wir starten? Der Helikopter steht draußen. Wir sind bereit, sobald du es bist. Gehen wir! Ein paar Stunden später. Frau Peters, wir sind da. Hallo, können Sie mich hören? Frau Peters. Sind wir schon in New York? Ja, Sie dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben nur 24 Stunden. Sie haben recht. Los geht's. Martin, wir sind angekommen. Jetzt ist keine Zeit zum Schlafen. Wach auf. Wo sind wir? In New York. Wir müssen Wladimir schnappen. Ach, das ist heute? Ja, reißen Sie sich zusammen. Das ist unsere letzte Chance. Natürlich ist das heute. Beeilen Sie sich. Sie haben recht. Ich muss los. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Reservierung auf den Namen Peters. Ja, ich habe sie gefunden. Sie sind in Zimmer 303. Vielen Dank. Halt, warten Sie. Da ist noch jemand mit dem Namen Peters. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind in Zimmer 304. Dankeschön. Hallo, ich habe eine Reservierung auf den Namen Peters. Da sind Sie heute schon der Zweite. Wie meinen Sie das? Ach, nicht so wichtig. Sie sind in Zimmer 303. Ist mein Paket angekommen? Ja, heute Vormittag. Wir haben es in Ihr Zimmer gelegt. Dankeschön. Melden Sie sich gerne jederzeit, wenn Sie etwas brauchen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Dann schauen wir mal, was Betsy mir ausgesucht hat. Ich brauche ein kugelsicheres Kleid. Nur für die Notfälle. Für diese Mission muss ich top vorbereitet sein. Ohne Plan gegen Wladimir zu kämpfen, wäre ein Fehler. Sehr gut, das Outfit gefällt mir. Wladimir wird mich niemals erkennen. Die Waffe hat sie auch eingepackt. Jetzt müssen wir nur noch den Plan besprechen. Na dann schauen wir mal, was Alfred mir eingepackt hat. Das sieht aus wie ein Outfit zur Tarnung. Und etwas Spielzeug ist auch dabei. Wladimir wird aber keinen Spaß damit haben. Alfred hat sich Mühe gegeben. Mich erkennt niemand. Das Gewehr hat er auch eingepackt. Ich werde ihn anrufen. Hallo, Marty. Sind Sie da? Ja, der Vogel ist gelandet. Wie ist der Plan? Okay, passen Sie auf. Wladimir ist in Zimmer 301. Das ist eine Tür links von Ihnen. In genau 15 Minuten findet eine Übergabe statt. Eine Übergabe? Von was? Es ist eine Aktentasche. Sie müsste blau sein. Okay, was ist drin? So genau wissen wir das nicht. Wir wissen nur, dass es etwas sehr Gefährliches ist. Okay, ich werde die Aktentasche besorgen. Dann komme ich zurück. Noch etwas, Martin. Ja? Heute musst du besonders vorsichtig sein. Wir hatten schon viele Gegner, aber keiner war auf dem Level von Wladimir. Okay, Alfred, ich bin vorsichtig wie immer. Ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Das mache ich. Betsy, ich bin es. Wie sieht es aus? Können wir anfangen? Ja, es kann losgehen. Ich schicke dir jetzt ein Bild von Wladimir. Was ist das Ziel von der Mission? Soll Wladimir ausgeschaltet werden? Nein, das ist nicht das Wichtigste. Sondern? Es geht darum, eine Aktentasche zu klauen. Eine Aktentasche? Warum? Der Inhalt ist gefährlich. Was genau ist es? Wir wissen es nicht, aber es ist über 1 Milliarde Euro wert. Okay, ich besorge euch die Aktentasche. Wo findet die Übergabe statt? In Zimmer 301. Das ist eine Tür rechts von dir. Wann ist er da? Ich habe die Kameras im Hotel gehackt. Er wird in 2 Minuten wieder da sein. Ich werde mich in dem Zimmer verstecken. Viel Glück, Marie. Wir hören uns, wenn du wieder da bist. Danke, Betsy. Bis später. Warte mal.
Hat Alfred links gesagt oder rechts? Ich glaube, es war rechts. Das ist aber ein schönes Zimmer. Muss teuer gewesen sein. Eigenartig. Marie hat die gleichen Schuhe. Was für ein Zufall. Einen Aktenkoffer sehe ich hier aber nicht. Das ist das falsche Zimmer. Ich hätte doch links gehen sollen. Das ist die Präsidentensuite. Natürlich hat Wladimir nicht gespart. Ich höre Schritte. Das ist bestimmt Wladimir. Ich muss mich verstecken. Er müsste gleich da sein. Er weiß, wie sehr ich Unpünktlichkeit hasse. Kommen Sie rein. Schön, dich wiederzusehen, Viktor. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche sagen, Wladimir. Hast du alles dabei? Ja, bringen wir es unter uns. Zuerst habe ich ein paar Fragen. Was willst du wissen? Habt ihr das Gerät getestet? Was ist das für eine Frage? Natürlich haben wir es getestet. Wie oft hat es funktioniert? Es hat immer funktioniert. Okay, wir haben einen Deal. Ihr wollt 1 Milliarde, oder? Richtig. Ich habe das Geld gerade überwiesen. Es ist angekommen. Immer wieder schön, mit dir Geschäfte zu machen, Wladimir. Mit dir auch, Viktor. Und jetzt her mit dem Aktenkoffer. Er gehört jetzt dir. Damit bin ich der mächtigste Mann auf der ganzen Welt. Nicht so schnell, Wladimir. Wer bist du und wie lange bist du schon hier? Ich habe alles gehört. Der Aktenkoffer bleibt hier. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Barbie. Verschwinde lieber, solange du noch kannst. Der Aktenkoffer und du, ihr geht nirgendwo hin. Mach es dir nicht schwer. Lass mich einfach gehen. Dann werde ich so tun, als wäre nichts passiert. Her mit dem Ding. Und zwar sofort. Bitte nicht schießen. Ich habe Kinder. Ihr werdet niemanden mehr schaden. Wer bist du denn? Da ist der Aktenkoffer. Sag mal, hörst du schlecht? Wer bist du? Ich suche den Pool. Der Pool ist da hinten. Und jetzt raus hier. Entschuldigung für die Störung. Tschüss, ihr Lappen. Was stehst du so rum? Los, hinterher. Entschuldigung, kann ich da durch? Ob sie das können, weiß ich nicht. Aber sie dürfen. Okay, danke. Sagen Sie mal, wissen Sie, wo der Pool ist? Ja, der müsste gleich da hinten sein. Hä? Was soll das? Leg den Aktenkoffer sofort auf den Boden. Dann lasse ich dich vielleicht gehen. Sie können den Koffer behalten, aber bitte tun Sie mir nichts. Verschwinde von hier. Das ist eine Nummer zu groß für dich. Schon verstanden. Oh nein, ich habe versagt. Der Typ mit dem weißen Anzug hat den Aktenkoffer jetzt. Ich muss ihn finden. Er darf das Hotel nicht verlassen. Ja, Marie, hat alles funktioniert? Betsy, welche anderen Zimmer sind in der Etage gebucht? Warte, lass mich kurz nachschauen. Da ist nur ein Zimmer gebucht, Zimmer 304. Okay, da muss er sein. Bester, der andere Agent. Er hat den Koffer gestohlen. Da ist ein anderer Agent? Ja, aber keine Sorge, ich kümmere mich um ihn. Hast du den Aktenkoffer, Martin? Ich hatte ihn, aber man hat ihn mir weggenommen. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Jemand anderes war im Hotel. Du musst den Koffer unbedingt zurückholen, Martin. Der Typ muss irgendwo in dem Hotel sein. Nimm deine Hände hoch, oder ich schieße. Bitte, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Dreh dich um ganz langsam. Wer bist du? Mein Name ist Paul Schneider. Okay, und wo ist der Aktenkoffer? Ich habe ihn nicht. Er wurde mir abgenommen. Ich glaube dir kein Wort. Sag mir jetzt sofort, wo er ist. Ich habe ihn wirklich nicht. Du musst mir glauben. Ich sage es noch ein einziges Mal. Gib mir sofort den Aktenkoffer oder ich schieße. Wie oft denn noch? Ich hab ihn nicht. Falsche Antwort. Hallo, Betsy, hörst du mich? Ja, hast du den Koffer? Ich habe den Typen erledigt. Er hatte den Koffer aber nicht. Okay, ich schaue mir die Kameras an. Der Koffer ist noch im Hotel. Wo genau?
Ein dicker Typ mit schwarzen Haaren hat ihn. Er ist im Aufzug. Okay, ich schnapp ihn mir. Es tut mir wirklich leid, aber du warst einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Hast du das gehört? Ist wahrscheinlich nur der Nachbar. Ich geh mal nachsehen. Wer bist du? Und was machst du in meinem Haus? Ich bin der neue Babysitter. Wir brauchen keinen Babysitter. Das habe ich Papa schon gesagt. Alfred schickt mich. Du siehst nicht wie ein Babysitter aus. Ein Quereinsteiger. Habt ihr Bier im Kühlschrank? Mach, was du willst. Komm schon, fahr schneller. Ich habe nicht viel Zeit. Hoffentlich ist der Typ mit dem Koffer noch hier. Der Fahrstuhl ist da. Da ist der Koffer. Ich muss mich unauffällig verhalten. Na, auch zum ersten Mal in New York? Nein. Ganz schön windig heute, was? Hör zu, Püppchen. Ich hab kein Interesse. Bin seit 20 Jahren verheiratet. Ich muss mich unauffällig verhalten. Betsy hat mir eine Stinkbombe gegeben. Hat sie gerade? Das stinkt ja fürchterlich. Haben Sie gerade gepupst? Warum haben Sie eine Maske auf? Der Koffer gehört mir. Ich kann es nicht glauben. Die hat einfach auf mich geschossen. Zum Glück ist der Anzug kugelsicher. Das wird sie noch bereuen. Erst schnappe ich mir den Koffer, dann erledige ich die Blondine. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Lass den Koffer lieber hier, Püppchen. Das kannst du dir abschminken. Der Koffer bleibt bei mir. Schlaf gut. Hey, Samuel. Ja, Lisa? Da ist so ein Typ in unserer Küche. Er sagt, er ist unser Babysitter. Ich glaube ihm aber nicht. Warum? Er sieht nicht aus wie ein Babysitter. Oh mein Gott, er ist ein Einbrecher. Schnell, Lisa, wir müssen uns verstecken. Entschuldigen Sie bitte. Das Frühstücksbuffet hat schon geschlossen. Ich will kein Frühstück. Haben Sie eine blonde Frau in einem roten Jackett gesehen? Ja, die ist gerade zur Tür raus. Warum sagen Sie das nicht gleich? Warum verstecken wir uns hier? Ich weiß nicht, was der Typ vorhat, aber so wie du ihn beschrieben hast, ist er gefährlich. Ein normaler Babysitter ist er auf jeden Fall nicht. Wir bleiben so lange hier, bis er wieder weg ist. Lisa, Samuel, wo seid ihr? Meine Aufgabe ist es, euch zu beschützen. Vielleicht wurden sie entführt. Ich werde euch befreien. Ich bin vor dem Hotel, Betsy. Wo ist der Helikopter? Der Helikopter ist auf dem Weg. Er wird gleich da sein. Sag dem Piloten, er soll sich beeilen. Ich darf keine Zeit verlieren. Zu viele Leute suchen nach dem Koffer. Was fällt dir ein? Du hast einfach auf mich geschossen. Ich melde mich später, Betsy. Du lebst also noch? Ja, überrascht? Nicht wirklich. Kakerlaken sind immer hartnäckig. Hast du mich gerade Kakerlake genannt? Ja, aber ich wollte die Kakerlake nicht beleidigen. Spar dir die Witze. Gib lieber den Aktenkoffer her. Meinst du den da? Ja, her damit. Komm doch her und hol ihn dir. Du bist wohl nicht mehr ganz dicht. Ich kämpfe nicht gegen eine Frau. Aua, was soll das? Ich dachte, du kämpfst nicht gegen Frauen. Mach ich auch nicht. Du bist viel zu schwach. Jetzt reicht es. Komm her. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Der Koffer gehört mir. Ich habe keine Lust mehr, mich zu verstecken. Wir können gegen den Typen kämpfen. Gegen uns zwei hat er keine Chance. Meinst du echt? Ja, los geht's. Toll gemacht. Jetzt ist er entkommen. Das ist deine Schuld, nicht meine. Du wolltest mir den Koffer nicht geben. Er darf nicht in die falschen Hände geraten. Ansonsten wird es gefährlich. Für wen arbeitest du? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ja, Alfred? Ja, Betsy? Martin, der russische Geheimdienst hat angerufen. Wladimir hat sich Verstärkung geholt. Du musst schnell dort weg. Okay, ich werde verschwinden. Marie, das Hotel ist nicht mehr sicher. Lass deine Sachen dort und geh zum Flughafen. Der Jet wartet schon auf dich. Okay, ich mache jetzt los. Hoffentlich sieht man sich nie wieder. Das hoffe ich auch, Barbie. Tschüss, Riesennase. Hat sie gerade meine Nase beleidigt? Wie war Ihre Mission, Frau Peters? Nicht gut. So ein Trottel hat mir alles vermasselt. Was ist passiert? Wegen ihm habe ich den Koffer nicht mehr.
Wo ist der Koffer, Martin? Der Russe hat ihn. Aber Ihre Mission war doch... Ich kenne meine Mission. Da war noch eine Agentin. Wieso haben Sie mir das nicht gesagt? Wir wussten es nicht. Wie sah sie aus? Sie war blond und schlank. Wer sie auch ist. Sie muss ziemlich gut sein. Wollen Sie mich demotivieren? Wie geht es jetzt weiter? Wir müssen erst einmal zurück nach München. Dann müssen wir den Russen wieder finden. Hoffentlich ist in dem Koffer keine Waffe. Also, haben Sie versagt? Was soll die Frage? Naja, sonst versagen Sie nie. Das ist alles die Schuld von diesem Idioten. Wer trägt überhaupt so einen hässlichen weißen Anzug? Naja, immerhin kann ich den Anzug behalten. Der gefällt Marie bestimmt. Sollten Sie sich nicht eher Gedanken über den Koffer machen? Finden Sie den Russen noch einmal, dann besorge ich den Koffer. Das haben Sie letztes Mal auch gesagt. Was soll das denn heißen? Ich meine ja nur. Frau Peters, wir sind gelandet. Danke, Captain. Was haben Sie jetzt vor? Ich gehe nach Hause. Mein Mann darf nicht merken, dass ich in New York war. Ich höre. Ich will den Namen dieses anderen Agenten. Er darf mir nicht noch einmal in die Quere kommen. Martin, wir sind da. Danke, Alfred. Was machst du jetzt? Ich gehe erst einmal nach Hause. Und was ist mit Wladimir? Finde bitte heraus, wo er ist. Wird erledigt, Sir. Ach ja, eine Sache noch. Wollen Sie wieder eine Pediküre? Nein, finde heraus, wer diese Agentin ist. Sollen wir wirklich gegen den Typen kämpfen, Lisa? Ja, sei nicht so ein Weichei. Okay. Du lenkst ihn ab. Ich schlage zu. Martin! Hey, Marie! Schön, dich wiederzusehen. Wo warst du? Ich musste auch kurz auf eine Reise. Ach so, und die Kinder? Ich habe einen Babysitter gefunden. Die tauchen schon wieder auf. Das sind nur Kinder. So weit können die nicht sein. Hey, Blödmann! Verschwinde sofort aus meinem Haus. Sonst bekommst du es mit uns zu tun. Ich gehe erst, wenn eure Eltern wieder da sind. Hörst du schlecht? Du sollst dich aus dem Staub machen. Ich bleibe hier. Attacke! Was ist denn hier los? Ihr seid wieder da. Bleib da, Papa. Der Typ gibt sich als Babysitter aus. Aber diesmal hat er sich mit der Falschen angelegt. Entspann dich, Lisa. Das ist Bernd, ein Freund von mir. Glück gehabt, Bernd. Darf ich gehen, Herr Peters? Ja, du darfst. Einen Tag später. Wo genau warst du eigentlich, Schatz? Ich war nur kurz in New York. Und was hast du da gemacht? Ich habe mich mit unserem Partner getroffen. Wie war es in Japan? Naja, ich bin noch nicht ganz fertig. Wahrscheinlich muss ich noch einmal hin. Ach ja? Ist etwas schiefgelaufen? Ein Konkurrent hat uns gestört. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Das ist nicht möglich. Das muss ein Fehler sein. Aber die Daten stimmen überein. Oh mein Gott. Ich weiß, wer die Agentin ist. Hey Betsy, hier sind die Unterlagen, nach denen du gefragt hast. Danke, Laura. Habt ihr den anderen Agenten gefunden? Ja, alle Infos sind in der Akte. Warte mal. Das muss ein Fehler sein. Wir haben alles doppelt überprüft. Bist du dir wirklich sicher? Ja, es stimmt. Ich muss Marie sofort Bescheid geben. Ist das dein Handy oder meins? Ich glaube meins. Ich gehe mal kurz telefonieren. Martin, hier ist Alfred. Alfred schon wieder. Kann ich nicht einen entspannten Tag mit meiner Familie verbringen? Ich weiß, wer die andere Agentin ist. Wie ist ihr Name? Am besten, du kommst her und siehst es dir selbst an. Okay, bin gleich da. Betsy, bitte nicht am Samstag. Ich will Zeit mit meiner Familie verbringen. Marie, wir haben den anderen Agenten gefunden. Wie heißt das Schwein? Am besten, du kommst her und schaust es dir selber an. Wieso sagst du es mir nicht direkt? Glaub mir, es wäre besser, du kommst her. Okay, ich bin gleich da. Marie, wo gehst du hin? Ich muss nur kurz etwas bei der Post abholen. Ja, ich auch. Sehen wir uns dann zum Abendessen? Ja, bis später. Was ist so wichtig, Alfred?
Warum sagst du mir den Namen nicht einfach am Telefon? Ich glaube, du willst das mit eigenen Augen sehen, Martin. Na los, zeig her! Das ist nicht möglich! Du hast einen Fehler gemacht. Glaub mir, Martin, das dachte ich auch. Ich habe alles doppelt und dreifach kontrolliert. Es ist wahr. Sag mir sofort, wer der Kerl ist, Betsy. Ich glaube, du solltest dich hinsetzen, Marie. Ich will mich nicht hinsetzen. Ich will seinen Namen. Okay, aber versprich mir, du, dass du da nicht ausflippst. Sag mir endlich seinen Namen. Sein Name ist... Die andere Agentin ist deine Frau, Martin. Aber wie kann das sein? Sie war doch in Japan. Sie hat gelogen. Ihre Frau führt ein Doppelleben. Es ist ihr Mann, Martin. Das kann nicht sein. Ihr liegt falsch. Wir sind uns sicher, Marie. Er belügt dich schon seit Jahren. Oh nein, es ist wahr. Also war er wirklich in New York? Ja, und es wird noch schlimmer. Da ist noch etwas, Martin. Es wird noch schlimmer. Wie kann es jetzt noch schlimmer werden? Die Organisation, für die sie arbeitet, ist extrem gefährlich. Ihnen sind alle Mittel recht. Oh nein, die Kinder! Was kann jetzt noch schlimmer werden? Sein Partner Alfred war früher kriminell. Er ist eine Gefahr für jeden. Ich muss die Kinder beschützen. Ich muss die Kinder von Marie beschützen. Lisa, pack sofort deine Tasche. Ich muss morgen in die Schule. Nein, du musst deine Sachen packen. Wo ist Samuel? Der ist beim Fußball. Er kommt in 30 Minuten wieder. So viel Zeit haben wir nicht. Pack sofort deine Sachen, Lisa. Wo gehen wir denn hin? Das erzähle ich dir später. Los jetzt! Was ist mit Mama und Samuel? Samuel holen wir später. Und Mama? Wir müssen jetzt los, Lisa. Ich muss die Kinder von Martin beschützen. Samuel, pack deine Sachen. Wir müssen gehen. Wohin gehen wir? Das sage ich dir später. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Okay, Mama. Was ist mit Lisa und Papa? Lisa holen wir später. Und Papa? Steig in das Auto, Samuel. Alfred, du musst ein paar Tage auf Lisa aufpassen. Was hast du vor, Martin? Sie zur Strecke bringen. Warum sind hier überall Bilder von Mama? Betsy, bitte pass für ein paar Tage auf Samuel auf. Was wirst du jetzt tun, Marie? Ich werde ihn ausschalten. Wen wirst du ausschalten? Sir, da kommt ein Videoanruf. Wer ist es? Eine unbekannte Nummer. Du warst das also die ganze Zeit. Das gleiche könnte ich zu dir sagen. Marie, wenn das überhaupt dein richtiger Name ist. Gib mir sofort Lisa wieder. Ich werde nicht zulassen, dass du sie entführst. Ich? Sie entführen? Samuel ist bei dir nicht sicher. Bring ihn sofort zu mir. Niemals. Die Kinder gehören mir. Das werden wir noch sehen. Versteck dich gut, Marie. Ich werde dich suchen. Sieh es ein, Martin. Du hast keine Chance gegen mich. Der Kampf beginnt. Was wirst du jetzt tun, Martin? Ist das nicht offensichtlich? Nein. Ich werde Marie erledigen. Samuel ist bei ihr nicht sicher. Wollen Sie das wirklich tun? Sie ist immer noch Ihre Frau. Das war sie einmal. Wie geht es jetzt weiter? Ich muss ihn finden. Er hat Lisa entführt. Okay, und dann? Dann mache ich ihn fertig. Dafür, dass er mich all die Jahre angelogen hat. Aber liebst du ihn nicht noch? Dann muss ich meine Gefühle halt abschalten. Er darf nicht davonkommen. Mach die Ausrüstung bereit. In ein paar Stunden beginnt die Jagd. Wie lange muss ich hier bleiben, Papa? Du musst dich ein paar Tage hier verstecken, Lisa. Hier ist es sicher. Was ist überhaupt los? Wo sind Mama und Samuel? Das kann ich dir erst später erzählen. Aber Samuel wird bald wieder bei uns sein. Das verspreche ich dir. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber ich muss dich für ein paar Tage alleine lassen. Wo sind Papa und Lisa? Lisa wird bald wieder bei uns sein. Was ist mit Papa? Darüber reden wir später. Ich muss jetzt los. Ich will wieder nach Hause. In ein paar Tagen ist alles wieder normal. Tu, was Tante Betsy sagt, okay? Warum haben Sie den kugelsicheren Anzug an? Weil Marie schon einmal auf mich geschossen hat.
Ich muss auf alles vorbereitet sein. Wo fahren Sie jetzt hin? Zu uns nach Hause. Ich muss ein paar Sachen besorgen. Marie ist wahrscheinlich auch dort. Das will ich hoffen. Was machen Sie, wenn Sie Marie treffen? Sie zur Strecke bringen. Was sonst? Gute Fahrt, Sir. Ist die Waffe wirklich notwendig, Marie? Mehr als notwendig. Aber Martin ist doch immer noch dein Mann. Glaubst wirklich, er würde dich verletzen? Er ist unberechenbar, Betsy. Ich darf kein Risiko eingehen. Pass auf dich auf. Wahrscheinlich wird er auch bewaffnet sein. Keine Angst, ich werde zuerst schießen. Sind die Schlüssel im Auto? Ja, das Auto ist startklar. Hier sieht es gut aus. Die Luft ist rein. Ich glaube, Marie ist noch nicht da. Ich muss mich beeilen. Sie könnte jeden Moment kommen. Oder ist es eine Falle? Alles ist möglich. Ich muss vorsichtig sein. Marie, Liebling, bist du zu Hause? Ich bin es, Martin. Können wir kurz reden? Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das war alles nicht so gemeint. Ich glaube, sie ist wirklich nicht da. Was ist das für ein Geräusch? Oh, mein Schnürsenkel ist offen. War das etwa ein Pfeil? Marie meint es wirklich ernst. Du willst spielen, Marie? Kannst du haben. Komm her. Es ist ruhig. Zu ruhig. Irgendetwas stimmt nicht. Komm endlich raus aus deinem Versteck, Marie. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, aua, ich hab einen Krampf. Ich muss mich kurz hinsetzen. Da ist dieses Geräusch wieder. Was passiert jetzt? Oh, ich habe Angst. Oh mein Gott, das Gitter fährt runter. Ich muss mich beeilen. Schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Fast hätte sie mich eingesperrt. Mein Handy klingelt. Hallo, Martin Peters hier? Hallo Liebling, ich habe noch ein paar Sachen für dich vorbereitet. Wie gefällt es dir bis jetzt? Eins muss ich dir lassen, Marie. Du bist besser, als ich dachte. Das war gerade erst der Anfang. Da kommt noch viel mehr. Mach dich auf was gefasst. Das will ich hoffen. Du wirst mir Samuel nicht wegnehmen. Du hast Lisa entführt. Das ist alles deine Schuld. Wollen wir nicht einfach über alles sprechen? Wie zwei erwachsene Menschen. Es gibt nichts zu besprechen. Du und dein Partner, ihr seid kriminell. Du bist hier die Kriminelle, nicht ich. Du willst reden, sagst du? Okay, ich bin gleich da. Dann klären wir das ein für alle Mal. Das machen wir. Darauf kannst du Gift nehmen. Rache ist süß, Marie. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt bist du völlig Martin. Ich bin viel zu gut ausgerüstet. Du hast keine Chance gegen mich. Hallo, Schatz, ich bin zu Hause. Wo bist du denn? Ich habe eine Überraschung für dich. Komm raus aus deinem Versteck, du Feigling. Du wolltest mich sehen? Hier bin ich. Wahrscheinlich ist er oben im Schlafzimmer. Oh, oh, was war das? Jetzt bist du zu weit gegangen. Der Teppich war neu. Mein Lieblingsteppich ist kaputt. Bist du jetzt zufrieden? Nicht schlecht, Marie. Ich hätte nicht gedacht, dass du überlebst. Wie schmeckt dir deine eigene Medizin? Du bist ein Anfänger, Martin. Wo versteckst du dich? Ich verstecke mich nicht. Denkst du etwa, ich habe Angst vor dir? Du solltest Angst haben, weil heute dein letzter Tag ist. Ach, Marie, du bist wirklich süß. Ich warte im Wohnzimmer auf dich. Aber ich will einen fairen Kampf. Keine Waffen? Ja, genau, keine Waffen. Den Kampf kannst du haben. Eine Sache noch. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Dein Auflauf schmeckt zum Kotzen. Das nimmst du zurück. Niemals. Es ist die Wahrheit. Ich habe ihn jedes Mal dem Hund gegeben. Sogar der wollte ihn nicht essen. Das wirst du bereuen. Martin. Marie. Du hast mich die ganze Zeit belogen. Du mich auch. Was hast du mit Lisa gemacht? Sie in Sicherheit gebracht. Wo ist Samuel? Das erfährst du niemals. Das werden wir sehen. Zeig, was du drauf hast. Nichts lieber als das. Ja, hallo, Alfred hier.
Hat alles funktioniert, Alfred? Ja, es läuft alles nach Plan. Sehr gut. Martin und Marie kämpfen gerade. Wenn die beiden weg sind, kann niemand uns aufhalten. Wladimir wird stolz sein. Was machen wir mit den Kindern? Die stören nur. Sollen wir sie loswerden? Bringen wir sie zu Wladimir. Vielleicht hat er eine Verwendung für sie. Gute Idee. Wir können die neuen Waffen an ihnen testen. Ich kümmere mich um Lisa. Kümmer du dich um Samuel, bitte. Alles klar. Abflug ist in 2 Stunden. Lisa, ich habe gerade mit Martin gesprochen. Und was hat er gesagt? Er und Marie haben sich wieder versöhnt. Du kannst nach Hause gehen. Das sind tolle Neuigkeiten. Danke, Alfred. Gerne. Gehen wir. Ist Samuel auch da? Ja, Samuel ist auch dabei. Aber wir müssen uns beeilen. Samuel, pack deine Sachen und komm mit. Wohin gehen wir denn? Wir gehen zu Martin und Marie. Alles ist wieder normal. Ich würde lieber hier auf Mama warten. Marie hat gesagt, ich soll dich mitnehmen. Du sollst doch auf Tante Betsy hören. Das hat sie selbst gesagt. Okay, ich komme mit. Du hast meinen Auflauf beleidigt und du hast den Teppich zerstört. Wenn ich mir mit dir fertig bin, hast du größere Probleme als den Teppich. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Familie gefährdest. Du bist das Problem, nicht ich. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Was denn? Ich glaube nicht an faire Kämpfe. Wow, du hast wirklich keine Ehre. Gut, dass ich auch keine habe. Du willst einen Faustkampf? Den kannst du haben. Auf 3 legen wir die Waffen runter. 1, 2, 3. Attacke! Du musst da vorne rechts, Alfred. Mach dir keine Sorgen, Lisa. Ich kenne eine Abkürzung. Okay, treffen wir dann Samuel und Mama? Ja, natürlich. Alle werden da sein. Deine Deckung ist gut, aber Angriff ist die beste Verteidigung. Du vergisst eine Sache, Marie. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Das denkst nur du, Martin. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Schluss mit lustig. Nimm das. Das war einfacher als gedacht. Von dir hätte ich etwas mehr erwartet. Versprich mir bitte nur eine Sache, Marie. Was? Kümmer dich gut um die Kinder, okay? Denkst du wirklich, ich falle drauf rein? Spiel mir jetzt nichts vor. Das funktioniert nicht bei mir. Ich spiel dir nichts vor. Ich meine das ernst. Sonst noch irgendwelche letzten Worte, Martin? Du hättest da abbiegen müssen. Ich kenne einen schnelleren Weg, Samuel. Und es warten alle zu Hause auf uns? Ja, natürlich. Das habe ich dir doch schon gesagt. Nein, das ist alles. Na dann, mach's gut. Tschüss, Marie. Die Waffe ist nicht geladen. Natürlich nicht. Ich würde dir niemals wehtun. Was willst du damit sagen? Dass ich dich immer noch liebe. Ups, das war aus Versehen. In dem roten Outfit siehst du echt heiß aus, Marie. Danke, der weiße Anzug steht hier auch gut. Eine Frau, die kämpfen kann, ist schon ganz schön sexy. Wollen wir die Kinder abholen? Dann können wir endlich wieder eine normale Familie sein. Gerne. Lisa ist bei Alfred. Und Samuel ist bei Betsy. Dann sind sie in guten Händen. Wir sind da, Lisa. Steig aus. Aber hier ist nicht mein Zuhause. Du sollst aussteigen, habe ich gesagt. Was machen wir hier? Das siehst du gleich. Und wo ist meine Familie? Du hast gesagt, sie sind hier. Sehr gut. Das muss Betsy sein. Wir können los, Alfred. Weiß er, dass wir zu viert sind? Ja, Wladimir weiß Bescheid. Okay, gehen wir. Gehen wir jetzt endlich nach Hause? Du kapierst es immer noch nicht, oder? Nein, nicht wirklich. Wir gehen nicht zu dir nach Hause. Du und Samuel, ihr kommt jetzt mit. Wohin denn? Nach Sibirien. Alfred, ich bin wieder da. Alles ist gut. Marie und ich vertragen uns wieder. Komisch. Eigentlich müsste er hier sein. Vielleicht ist er hinten bei Lisa. Alfred, Lisa, könnt ihr mich hören? Hallo, ist hier irgendjemand? Das passt nicht zu Alfred. Er sagt mir davor immer Bescheid. Wir können Samuel zuerst abholen. Er ist bei Betsy. Auf sie ist immer Verlass. Du hast recht. Wahrscheinlich sind Alfred und Lisa ein Eis essen. Ein paar Stunden später. Mir ist kalt. Ja, mir auch.
Immer diese verwöhnten Kinder. Wir haben uns nie so beschwert, oder? Nein, haben wir nicht. Gehen wir zum Boss. Er erwartet uns schon. Hallo Betsy, ich bin es. Ich bin hier, um Samuel abzuholen. Wo seid ihr denn? Irgendetwas stimmt hier nicht. Erst ist Alfred weg und jetzt Betsy. Ich habe Markus einen Peilsender verpasst. Wir können sehen, wo er ist. Ich glaube, etwas stimmt mit dem Peilsender nicht. Warum? Was zeigt er an? Der Peilsender ist in Sibirien. Eigenartig, lass mich mal sehen. Was schaust du nach? Alfreds Familie kommt aus Sibirien. Ich schaue nach, wo er ist. Hallo Dimitri, hallo Svetlana. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Boss, wir freuen uns, wieder da zu sein. Willkommen zu Hause. Das sind die Kinder von den Agenten. Genau, das sind Lisa und Samuel. Schön, euch kennenzulernen, Lisa und Samuel. Ich bin Wladimir. Hallo, Herr Wladimir. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wir wollen nach Hause. Das hier ist ab jetzt euer Zuhause. Macht es euch lieber gemütlich. Ihr werdet lange hier bleiben. Oh mein Gott. Ich weiß, wo die Kinder sind. Wo sind sie? In Sibirien mit Alfred und Betsy. Oder sollte ich besser sagen, Dimitri und Svetlana. Betsy hat mich betrogen? Und Alfred hat mich betrogen. Dafür wird sie bezahlen. Was haben die mit Samuel und Lisa vor? Was haben sie jetzt vor, Boss? Ich werde die neue Waffe testen. Guter Plan, Boss. Könnt ihr uns nicht einfach gehen lassen? Nein, das wäre zu einfach. Hab ich nicht gesagt, Handys sind verboten? Entschuldigung, Boss. Vielleicht ist es die Pizza, die ich bestellt habe. Damit wirst du nicht durchkommen, Betsy. Marie, bist du das? Ich werde dich finden, egal wo du bist. Kannst du versuchen, aber bis dahin ist es zu spät. Wir haben deine Kinder schon bei uns. Lass ja meine Kinder aus dem Spiel. Hast du verstanden? Deinen Kaffee kannst du in Zukunft selber machen, Marie. Auf Wiedersehen. Seid ihr bereit? Ja, tun sie es. Okay, let's get lost. Was ist los? Sollte nicht irgendetwas passieren? Ja, eigentlich schon. Das blöde Ding spinnt. Da zahlt man 1 Milliarde für eine neue Waffe und die funktioniert nicht einmal. Was für eine Abzocke. Was machen wir jetzt? Wir müssen so schnell wie möglich nach Sibirien. Nur so können wir die Kinder retten. Wie sollen wir da hinkommen? Alfred hat alle meine Schlüssel. Betsy auch, außer die von dem Jet. Los geht's. Retten wir die Kinder. Also funktioniert das Ding nicht? Nein, das siehst du doch. Haben Sie noch den Kassenzettel? Dann können wir es zurückgeben. Das ist eine geheime Waffe. Dafür gibt es einen kleinen Kassenzettel. Sie haben 14 Tage Rückgaberecht. Das ist dein Jet? Ja, wieso? Ich dachte, wir wollen unentdeckt bleiben. Du weißt schon, unter dem Radar fliegen. So macht es mehr Spaß. Okay, steigen wir ein. Ja, hallo, Dimitri hier. Dimitri, was hast du mir für ein Blödsinn verkauft? Was meinst du? Na, die Waffe, sie funktioniert nicht. Natürlich funktioniert sie. Wahrscheinlich bist du nur zu blöd. Ich habe sie gerade getestet. Sie funktioniert nicht. Ich will mein Geld zurück. Geld-zurück-Garantie gibt es bei uns nicht. Hast du die Maschine überhaupt aufgeladen? Wie aufgeladen? Sie muss 2 Stunden geladen werden, bevor du sie benutzt. Das habe ich dir doch gesagt. Ach so, das habe ich vergessen. Natürlich funktioniert sie dann nicht. Okay, ich lade sie auf und melde mich wieder. Können wir wieder gehen? Ich will nach Hause. Nein, ihr bleibt hier, solange wie wir es euch sagen. Mein Papa wird herkommen und dich verprügeln. Darauf kannst du lange warten, Lisa. Martin und Marie sind schon längst tot. Das ist nicht wahr. Was hat Dimitri gesagt, Boss? Wir müssen die Maschine für 2 Stunden aufladen. Danach können wir sie benutzen.
Okay, fangen wir gleich an. Genießt eure letzten 2 Stunden, Lisa und Samuel. Wie lange brauchen wir noch? In 2 Stunden sind wir da. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Wenn ich Betsy in die Finger kriege, dann ist heute ihr letzter Tag. Mit Alfred habe ich auch ein Hühnchen zu rupfen. Er hat mich jahrelang angelogen. Damit kommt er nicht durch. Betsy auch. Dafür wird sie bezahlen. Samuel, wir müssen uns etwas überlegen, wie wir herauskommen. Wie soll das funktionieren? Die sind viel stärker als wir. Wir haben keine Chance. Du weißt doch, was Herr Kunze immer sagt. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Du hast recht. Wir müssen es wenigstens probieren. Hast du das gesehen? Nein, was ist los? Da ist gerade ein pinker Jet vorbeigeflogen. Ein pinker Jet? Ich glaube, du bildest dir das nur ein. Nein, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Okay, wie du meinst. Wir müssen sofort dem Boss Bescheid geben. Was willst du? Ihr sollt nur im Notfall anrufen. Boss, das ist ein Notfall. An uns ist ein pinker Jet vorbeigeflogen. Seid ihr euch sicher? Ja, Boss, ganz sicher. Welcher Idiot fliegt einen pinken Jet? Wir wissen es nicht. Sollen wir die Raketen feuern? Ja, ruf mich an, wenn der Jet getroffen wurde. Okay, Boss, machen wir. Sascha, aktivier die Raketen. Raketen werden aktiviert. Was bedeutet dieses Geräusch? Wir werden von Raketen gejagt. Wir müssen sie abhängen. Halt dich fest, Liebling. Hier ist etwas Essen für dich, mein Kleiner. Ich will nichts essen. Bist du dir sicher? Vielleicht ist es deine letzte Mahlzeit. Das Essen kannst du selber haben. Vielleicht wirst du dann noch fetter. Was hast du gerade gesagt? Du hast mich schon verstanden, Dickerchen. Na, warte. Dafür bestrafe ich dich. Warte kurz. Das war nicht so gemeint. Ich will eine Entschuldigung. Du hast meine Gefühle verletzt. Entschuldigung, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Entschuldigung angenommen. Sollten hier nicht eigentlich 2 von euch sein? Kennst du schon den Spruch, alles Gute kommt von oben? Nein, noch nie gehört. Wieso? Jetzt, Lisa, Attacke! Jetzt, Samuel, tu es! Hilfe, ich kann nicht sehen. Das ist für dich, Fetzo. Das war echt knapp. Freu dich nicht zu früh, Martin. Hinter uns sind noch 2 weitere Raketen. Ach du heilige Makrele. Du schaffst das, Marie. Nur noch eine Rakete. Ja, ich schaffe das. Aber die letzte Rakete ist die größte. Wir wurden getroffen. Wieso bist du nicht ausgewichen? Das ist schwieriger, als es aussieht. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Schleudersitz aktivieren. Den was? Den Schleudersitz. Ah. Gut gemacht, Samuel. Jetzt können wir von hier verschwinden. Niemand legt sich mit uns an. Gehen wir lieber, bevor der Nächste kommt. Soll er halt kommen. Die haben keine Chance gegen mich. Okay, Samuel, wir sollten trotzdem verschwinden. Ja, du hast recht. Gehen wir. Du, Svetlana. Ja, Alfred? Ich wollte dich etwas fragen. Was denn? Wenn das hier vorbei ist, wollen wir mal zusammen ausgehen? Igitt, nein. Okay. Da vorne ist der Stützpunkt. Wir können dort landen. Danach befreien wir die Kinder. Aber da sind bestimmt 100 bewaffnete Männer. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Bist du dir sicher? Nein, aber es ist unsere einzige Chance. Okay, ich bin dabei. Zieh den Fallschirm, Martin. Habt ihr es geschafft? Oder muss ich euch in den Bunker stecken? Ja, Boss, der Jet wurde getroffen. Den Absturz kann man nicht überleben. Bist du dir sicher? Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Ja, Boss, zu 100% sicher. Okay, ich vertraue euch. Aber wenn ihr falsch liegt, kommt ihr in den Bunker. Okay, Boss, wir gehen zum Wrack vom Flugzeug. Ich melde mich von dort aus. Sicher ist sicher. Okay, ich erwarte deinen Anruf. Da vorne ist der Stützpunkt. Da müssen Wladimir und die Kinder sein. Hast du deine Waffe dabei? Ich glaube, die habe ich zu Hause vergessen. Du bist echt unprofessionell. Na schön, dann muss eine Waffe reichen.
Du weißt, was das heißt, oder? Was denn? Wir dürfen keine Fehler machen, egal was passiert. Wo zum Teufel sind wir? Da muss irgendeine alte Fabrik sein. Wie sollen wir hier wieder rauskommen? Hier sind bestimmt überall Wachmänner. So weit habe ich auch nicht gedacht. Draußen hat es außerdem minus 20 Grad. Da überleben wir nicht lange. Was sollen wir stattdessen tun? Wir müssen uns verstecken. Mama und Papa sind bestimmt auf dem Weg zu uns. Okay, niemand darf uns sehen. Hey, ihr da, bleibt sofort stehen. Ihr habt Igor reingelegt. Dafür wird Igor euch bestrafen. Schnell, Samuel, lauf! Ihr sollt stehen bleiben, habe ich gesagt. Oh Mann, mein Rücken. Igor ist auch nicht mehr der Jüngste. Da unten sind sie! Wir müssen uns unauffällig verhalten, Martin. Unauffällig ist mein zweiter Vorname. Sicher? Normalerweise bist du ziemlich laut. Wirklich? Siehst du, was ich meine? Ja, tut mir leid. Versuch einfach, so leise wie möglich zu sein. Okay, ich gebe mein Bestes. Boss, wir haben ein Problem. Was ist los? Hast du wieder die Toilette verstopft? Nein, wir haben ein anderes Problem. Du wirst dafür bezahlt, Probleme zu lösen, nicht dafür, sie zu verursachen. Tut mir leid, Boss. Was ist passiert? Rück schon raus mit der Sprache. Die Kinder haben mich überwältigt. Sie sind abgehauen. Wie konnte das passieren? Du wiegst über 100 Kilo. Sie haben mich überwältigt. Einer von ihnen hat mich sogar getreten. Oh nein, geht es dir gut? Naja, mein Knie tut etwas weh. Das war keine ernst gemeinte Frage. Geh und finde die beiden. Ansonsten teste ich die Waffe an dir. 2 Stunden sind rum. Die Waffe müsste wieder funktionieren. Lass uns zu Wladimir gehen. Dann können wir die Waffe endlich an Lisa und Samuel testen. Lass meine Kinder aus dem Spiel, Betsy. Marie, was machst du denn hier? Du hast mich belogen und betrogen. Das werde ich dir heimzahlen. Bist du es, Alfred? Wenn das überhaupt dein richtiger Name ist? Der Name ist korrekt, Martin. Ich habe dir vertraut. Du warst wie ein Bruder für mich. Wie ein Bruder? Du hast mich deine Unterhose waschen lassen und ich musste mit deinem Hund Gassi gehen. Lass meine Familie aus dem Spiel. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du einen Schönheitschirurgen, Betsy. Ihr seid wirklich putzig. Martin und Marie, das Traumpaar. Ihr seid zu spät. Die Waffe ist geladen und wird gleich an euren Kindern getestet. Das wagst du nicht. Bis später, Marie und Martin. Oh nein, wir sind wieder in dem Raum mit der Waffe. Das Ding ist wie ein Labyrinth. Hier kann man sich nur verlaufen. Was sollen wir jetzt tun? Ich habe eine Idee. Was hast du vor? Ich werde die Waffe sabotieren. Viel Spaß mit deiner Waffe, Wladimir. Da seid ihr ja, ihr Reutzlöffel. Ihr kommt jetzt mit. Ja, Igor, was gibt es? Boss, ich habe die beiden gefunden. Gut gemacht. Wo seid ihr? Unten, bei der Waffe. Perfekt, sie müsste jetzt geladen sein. Dann können wir sie gleich testen. Okay, ich warte hier auf sie. Rein da mit euch, und zwar sofort. Das bekommt ihr, wenn ihr euch mit Igor anlegt. Achtung, der Waffentest beginnt in 5 Minuten. Sehr gut, es geht los. Hast du das gehört, Marie? In 5 Minuten kannst du deinen Kindern auf Wiedersehen sagen. Ich zieh dich mit ins Grab, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Sieh es endlich ein, du hast verloren. Wie kannst du das nur tun, Alfred? Für Lisa bist du wie ein zweiter Vater. Das hat sie mir gesagt. Hat sie das wirklich gesagt? Ja, sie fragt immer, wann wir Onkel Alfred besuchen. Sie hat es nicht verdient zu sterben. Werde jetzt nicht schwach, Alfred. Er lügt dich nur an. Alle hassen dich. Das stimmt nicht. Du bist in unserer Familie immer willkommen. Es ist noch nicht zu spät, Alfred. Du kannst dich für die gute Seite entscheiden. Was machst du da, Alfred? Du denkst doch nicht wirklich darüber nach, oder? Bist du wirklich so blöd? Ich mochte dich noch nie, Betsy. Nimm das. Danke, Alfred. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Die Kinder sind in dieser Richtung. Aber ihr müsst euch beeilen. Ihr habt nicht viel Zeit. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Ich halte die Stellung.
falls sie Verstärkung schicken. Danke, Alfred. Das ist für meine Tochter. Gut gemacht, Igor. Danke, Boss. Jetzt können wir endlich die Waffe testen. Legen wir los. Niemand testet hier irgendetwas. Das Agenten-Ehepaar. Ihr kommt gerade rechtzeitig für die Show. Welche Show? Du willst deine Kinder beschützen? Dann testen wir die Waffe an euch. Mach doch, ich halte das aus. Marie, das ist keine gute Idee. Wir haben keine andere Wahl. Geht alle einen Schritt zurück. Na los, zeig, was du drauf hast. Ganz wie du willst. Es geht los. Halt euch gut fest, Kinder. Martin, was machst du da? Hör auf zu heulen. Worauf wartest du? Ich hab mich den ganzen Tag Zeit. Macht es gut, Familie Peters. Wow, Boss, das sieht wirklich gefährlich aus. Ja, aber irgendwie kann ich nicht schießen. Irgendetwas ist kaputt. Hat sich das Ding gerade gedreht? Drehen Sie es bitte wieder zurück. Eigentlich sollte das nicht passieren. Boss, was passiert hier? Oh oh. Wie ist das passiert? Samuel hat die Waffe kaputt gemacht. Gut gemacht, Samuel. Du hast unser Leben gerettet. Martin, wir haben überlebt. Du kannst aufhören zu weinen. Oh, ach so, okay. Gehen wir nach Hause. Ich glaube, wir könnten alle einen Urlaub vertragen. Was denkt ihr? Ich will nach Bali. Okay, unsere nächste Reise geht nach Bali. Frage an euch. Wer tritt Igor? A. Lisa, B. Samuel oder C. Martin? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.